Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Petguide präsentieren. Heute wollen wir uns ein kleines Rätselpad angucken und zwar habe ich das einmal schon ausgepackt, das schimpft sich Phönix Wunschküken und dafür müssen wir einen Haufen Materialien besorgen, um dann dementsprechend das Pad kriegen zu können. So, um es grob mal zusammenzufassen, als erstes müsst ihr 3 verschiedene Materialien besorgen, um dann diese Materialien bei einem Händler abzugeben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr über den Händler quasi ein Item kriegen, wo ihr dann zu einem NPC hingehen könnt, wo wir dann nochmal 2 zusätzliche Materialien brauchen, um dementsprechend dann eine Quest abgeben zu können. Und dann gibt es auch schon das Pad. Hört sich jetzt nach nicht viel an. Ich habe jetzt, um das Ganze zu farmen zu können, so 6 Stunden, ein bisschen mehr, vielleicht 6 bis 7 Stunden gebraucht. Ist schon ein bisschen ein Gehassel. Die ganzen Items, die wir brauchen, um das zu bekommen, sind alle seelengebunden. Heißt, ihr könnt nichts im AH kaufen oder handeln. Ihr könnt aber das Pad, wenn ihr es erfarmt habt oder jemand anderes sich das erfarmt hat, einfach im Auktionshaus kaufen. Das Problem an der Geschichte ist, das ist tatsächlich relativ teuer. Und dementsprechend werdet ihr das wahrscheinlich lieber selber farmen wollen. Jetzt hier am Anfang war es, glaube ich, bei mehreren Millionen Gold. Also dementsprechend, ja, schauen wir mal, ob wir es hier einmal im AH finden. Phönixküken ist das Falsche. Phönix Wunschküken, also hier auf Blackmoor ist es aktuell bei 3,5 Millionen Gold. Von dem her ist klar, es wird jetzt noch ein bisschen runterdroppen. Aber das selber zu farmen macht auf jeden Fall Sinn. Gut, ich habe auch in dem Guide ein paar Tipps drin, wie ihr vielleicht Sachen ein bisschen schneller farmen könnt. Der größte Feind sind aktuell noch andere Spieler, weil sehr viele das aktuell farmen. Und man kann mit ein paar Mechaniken quasi ein bisschen Server switchen oder Layers auch switchen. Und da werden wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein und dann erkläre ich euch mal, welche Items ihr braucht. Das erste Item, was wir dann brauchen, ist einmal eine glänzende Phönixglut. Und zwar habe ich die hier schon mal im Inventar. Die kriegen wir von einem Boss so 100%. Und dieser liegt schon einmal hinter mir. Alex Rasa schimpft sich diese. Und ja, wir sehen schon hier Firelands. Wichtig ist aber, wir können nicht im normalen Firelands reingehen, sondern wir können das nur im Timewalker machen. Timewalker Firelands seht ihr, wenn es ab ist, einmal auf dem Kalender. Ne? Und dann seht ihr hier Bonusereignisse, Zeitwanderungs-Dungeon und hier ist dieses Cataclysm-Logo und nur dann könnt ihr das auch anmelden. Ne? Heißt, ihr müsst dann eine Gruppe finden zwischen 10 und 30 Leuten und dementsprechend den Boss einmal umhauen. War jetzt bei uns hier First Try mit einer Random-Gruppe und das Ding droppt für alle zu 100%. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo der Anmelder ist, ich kann euch das mal zeigen. Gehen wir mal hier aus der Gruppe raus. Übrigens, die anderen Bosse braucht ihr nicht, ihr braucht nur diesen einen Boss, also Alex Rasa oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. Und der Anmelder ist dann für Allianzler einfach NSW, bei der Horde wird es wahrscheinlich Ogrimmar sein. Und zwar gibt es während dem Timewalker-Event einfach hier in NSW dementsprechend eine Händlerin bei den Cataclysm-Portalen, die könnt ihr anquatschen und da könnt ihr euch anmelden mit eurer Gruppe für Firelands. Ihr müsst aber vorher die Gruppe bauen und erst wenn ihr Minimum 10 Leute habt, geht es. Ihr könnt Horde und Allianz gemixt anmelden. Ich kann euch zeigen, wo ich dann die Gruppe angemeldet hatte, Feuerlande einfach hier und dann kann man hier einfach reinqueuen. Hier sind auch andere Gruppen schon drin für Timewalker. Ne? Aber wie gesagt, das könnt ihr lediglich dann machen, wenn hier auch das Event ist. Jetzt in der ersten Woche, wo das Pad entdeckt wurde, war ja gerade auch dieses Feuerland Timewalker-Event. Dann kommen wir zum zweiten Item, was wir benötigen. Und zwar haben wir hier einmal inaktive Phönixasche und davon brauchen wir 20 Stück. Das ist so ein bisschen eine langwierigere Angelegenheit. Und zwar sind wir jetzt hier einmal im Ogoro-Krater oder im Krater von Ogoro so rum, hier unten in Kalindor. Und hier in der Mitte gibt es so einen kleinen Vulkan und dort außenrum sind ein Haufen Feuerelementare. Und ja, ihr seht, hier sind die alle leider tot, denn die haben doch ein paar Minuten Respawn-Zeit, so irgendwie 5, 6, 7 Minuten haben die Respawn-Zeit. Und das Problem ist, die droppen das relativ schlecht. Also ich habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden hier gefarmt, also jetzt 1,5 Stunden oder ein bisschen über 1,5 Stunden, vorher nochmal 55 Minuten, also so Pi mal Daumen 2,5 Stunden. Und hier sind halt auch sehr viele andere Leute, die diese Mobs umhauen. Ja? Dementsprechend kämpft man hier so ein bisschen. Was ich euch empfehlen kann, sind ein paar Sachen. Das erste, was ich euch empfehlen kann, einmal vielleicht in den Warmode zu gehen, da sind tendenziell weniger Leute. Zweite Sache, wenn Leute von eurer Fraktion hier rumfliegen, ihr könnt die auch einladen. Theoretisch müsstet ihr sogar von der anderen Fraktion Leute auch einladen können. Dann können nämlich alle die Leute dementsprechend auch die Mobs looten, ne? Habt ihr ein bisschen mehr Mobs, die ihr kriegen könnt, seht ihr, also hier sind wirklich viele Leute. Und was ich euch auch empfehlen kann,
spielt ein bisschen mit Chromie Time. Und zwar könnt ihr, wenn ihr einen Launcher habt, einmal die Chromie Time anmachen. Und, also hier im Party-Sync, ich erkläre gleich, wie es genau funktioniert. Und dann seht ihr, sind wir in einer anderen Phase. Wir werden zwar runterskaliert auf Stufe 60 und die Mobs sind auch Stufe 60, aber jetzt haben wir hier einfach einen Haufen Mobs da, die wir zusammenpullen können und weghauen können. Und da gibt es dann halt auch einen Haufen Loot. Und dementsprechend klopft ihr euch da nicht mit vielen anderen Leuten. Weil das weiß kaum einer, dass man hier mit Chromie Time ein bisschen tricksen kann. Das könnt ihr übrigens eigentlich in allen alten Contents machen. Wenn ihr irgendwas farmt, ist das eine relativ angenehme Angelegenheit. Wie läuft das mit der Chromie Time? Naja, ihr braucht halt einen Launcher. Ich habe hier einen 22er Twink auf dem zweiten Account. Und der muss halt einfach, jetzt ist ein Ali-Char, ne, einfach in SW Chromie Time Cataclysm anhaben. Und mit dem müsst ihr dann dementsprechend hier den Party-Sync aktivieren. Und dann werden alle eure Chars hier rüber gesinkt in die Chromie Time. Und ja, jetzt sind hier sehr viele Feuerelementare da, seht ihr? Da sind welche, hier sind welche. Also da gibt es rund um den Berg hier, spawnen die. Und die könnt ihr jetzt einfach abklappern, killen und dann wieder aus der Chromie Time rausgehen. Und wieder in der normalen Zeitlinie quasi Mobs killen, damit in die Chromie Time reingehen, das immer ein bisschen abwechselnd machen und dann kriegt ihr das wesentlich schneller. Also ich habe jetzt 2,5 Stunden mit dem Trick gebraucht. Wenn ihr nur in der normalen Zeitlinie seid, werdet ihr ewig und 3 Tage brauchen, also zumindest aktuell, weil da viele Leute sind. Wenn ihr das Video später guckt, dann kann es natürlich sein, dass da wesentlich weniger Leute da sind. Ihr könnt natürlich auch versuchen hier zu hoppen. Übers Tool wird es nicht gehen, weil da keine Leute eine Gruppe erstellen. Aber wenn ihr vielleicht irgendwelche Leute auf einem anderen Server haben, die euch einladen, ne, dann ist das auch eine Möglichkeit. Die müssen aber in der Zone sein, sonst werdet ihr nicht switchen. Gut, das war es eigentlich soweit jetzt mit dem Item. Bisschen längere Erklärung, aber wenn ihr selbige Probleme wie ich habt, dass hier sehr viele Leute sind, dann hilft es vielleicht dem einen oder anderen. Dann kommen wir zum dritten Item und zwar habe ich jetzt hier schon vorbereitet 10 heilige Phönixasche. Genauso viele braucht man nämlich auch. Und die gibt es einmal hier in Warlords of Draenor in den Spitzen von Arrak. Und dort können wir die einfach aus so Pottichen rauslooten. Das sind, ja, ich habe hier ein Makro, ich kann es euch mal zeigen. Makro, da haben wir es. Das sind ein paar, ja, TomTom-Way-Koordinaten quasi, wo wir uns das auch auf der Map anzeigen lassen können. Das machen wir jetzt hier einmal. Und ihr seht, an allen diesen Punkten, Makro packe ich euch dann einfach mit in die Infobox, können diese Dinger drin sein. Und naja, wie ich es vorhin schon erklärt habe, wir können natürlich jetzt auch wieder in mehreren verschiedenen Layern das looten. Also ihr seht, hier ist zum Beispiel eins von den Dingen. Da klicken wir drauf und dann kriegen wir diese heilige Phönixasche raus. Und ja, wir können die jetzt einmal so ein bisschen abfliegen. Und ich kann euch nebenbei erklären, wie ihr das am besten angeht. Also, am besten fliegt ihr her und macht den War-Mode vorher schon an, in SW oder Ugrimmar, je nachdem, ob ihr Horde oder Allianz seid. Und dann könnt ihr das einmal abfliegen, ne? Einmal looten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr denselben Trick wieder benutzen, den wir vorher benutzt haben. Quasi wieder mit einem auf dem Test-Account, ne, irgendein verbündetes Volk erstellen, SW oder Ugrimmar. Einfach dann die Chromie Time anschalten und dann gehen wir hier wieder bei den Quests rein, Chromie Time starten. Und dann könnt ihr das nämlich nochmal abfliegen im War-Mode in der Chromie Time. Also habt ihr schon quasi 2 Layer, die ihr abklappern könnt. Und dass ihr jetzt jemand anderen braucht, der euch faced. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr theoretisch auch noch hergehen und den War-Mode ausmachen. Also, da haben wir jetzt auch wieder so ein Ding drin zum Beispiel. Ne? Dann im War-Mode off im ganz normalen Modus rumfliegen, die einmal abklappern und dann nochmal dasselbe machen mit Chromie Time. Habt ihr also 4 verschiedene Phasen, die ihr abklappern könnt. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich 3 Stück gebraucht und hatte die 10 Dinger zusammen. Die sind da halbwegs in einer relativ, also in einer guten Frequenz drin, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Alternativ könnt ihr dann auch noch, wenn ihr irgendwelche Leute habt, die euch auf einen anderen Server laden können, euch da auch noch hinladen lassen, aber ich glaube, das ist fast nicht notwendig. Also das hier ist auf jeden Fall, ah, schau mal, da ist wieder eins drin. Also ihr seht hier auch in der Chromie Time, dass diesen Trick benutzen sehr wenige Leute tatsächlich und dementsprechend ist fast alles, was man da farmen will, am Start und dann kriegt man die Sachen ziemlich schnell zusammen. Gut, ja, mehr ist es nicht. Jetzt habe ich schon 13 von den Teilen, so viele brauchen wir gar nicht. Ich würde sagen, jetzt fliegen wir die Spots kurz zu Ende noch ab, dass ihr alle einmal seht. Aber wie gesagt, ich packe es euch einfach mit unten in die Infobox rein. Wenn ihr das Add-on TomTom habt, dann könnt ihr euch das so schön anzeigen lassen. Wenn nicht, dann geht das, glaube ich, auch über dieses Blizzard, über diesen Blizzard-Punkt, den ihr auf der Map setzen lassen könnt. Da ist halt der Nachteil, dass ihr tatsächlich nur immer einen setzen könnt und halt nicht wie bei dem TomTom-Addon mehrere. Ne? Also könnt ihr euch halt immer nur einen hintereinander setzen. Deswegen empfehle ich eigentlich bei diesen ganzen
ganzen Sammelsachen, sich immer TomTom zu holen, ist eine wunderbare Geschichte. Dann kann man einfach diese Punkte abfarmen und hat das alles ein bisschen zügiger. Da ist jetzt leider nichts drin. Da haben wir, glaube ich, noch drei. Hier ist noch einer von den Pottichen, da ist auch nichts drin. Der letzte ist jetzt da hinten noch. Ah ne, das ist der vorletzte. Ich glaube, ganz am Zoneneingang haben wir hier oben auch nochmal einen, da wo es Questmark ist, ne? Nicht wundern, durchgequestet habe ich mit dem hier Char hier alles, aber wenn man in diesem Party Synchromy Time ist, dann ist das natürlich alles auf den Stand von dem niedrigsten zurückgesetzt. Gut, dann sind wir da durch. Das waren jetzt alle Spots. Und jetzt haben wir hier sogar mehr als 10 zusammen. Wir haben alle drei Materialien und jetzt können wir mit den Materialien zu einem Händler gehen und uns da ein Item kaufen. Sodala, mit unseren drei Items müssen wir jetzt nämlich, wie gesagt, zu einem Händler hin. Und der Händler befindet sich auch in den Spitzen von Arrak. Wir sind jetzt einmal hier unten auf den Koordinaten 52, 50. Und hier ist so ein Akora-Lager, ne? Und hier haben wir einen Typen, der schimpft sich Zekta oder irgendwie so. Und wenn wir mit dem quatschen, können wir gegen einglänzende Phönixglut, die hatten wir ja uns aus der Raid-Instanz geholt, aus der Timewalker Raid-Instanz, dann 10 heilige Phönix-Asche, die hatten wir jetzt hier über diese Pottiche gelootet und inaktiver Phönix, die inaktive Phönix-Asche, die 20, die waren ja aus Urgoro. Und da können wir uns jetzt das Item kaufen, Phönix-Aschen-Talisman schimpft sich das. Und mit dem müssen wir jetzt zu einem weiteren NPC gehen. Dann wollen wir uns das gleich angucken. Wenn ihr hier den Händler übrigens nicht habt, dann ist es so, dass wir einmal hier in dem Lager oben, etwa bei den Koordinaten 47, 46, einen NPC haben, der schimpft sich Anzu. Und der hat dann eine Quest, Kult der Rabensprecher. Und die müsst ihr als erstes dann machen, um hier dementsprechend das kaufen zu können. Ne? Also vorher geht es leider nicht. Wenn ihr das natürlich gemacht habt, dann habt ihr den Händler hier und dann könnt ihr ganz normal die Items kaufen. Gut, und ich würde sagen, wir schauen jetzt zum nächsten Step weiter. Dann sind wir jetzt zurückgeswitcht hier in die oder zu den Dracheninseln. Und zwar bin ich jetzt hier einmal in der Küste des Erwachens, hier unten auf den Koordinaten 16, 62. Und dort haben wir einen NPC, der schimpft sich einmal Tarin der Blinde. Und der hat jetzt eine Quest, die wir erledigen können. Die ist anscheinend wiederholbar abgebbar. Und dafür brauchen wir einmal die Phönix-Asche. Also vorher kriegen wir die halt nicht, ne? Also Phönix-Aschen-Talisman so rum. Das hatten wir uns ja eben geholt. Und wir brauchen aber noch zwei weitere Items, um die abgeben zu können. Und zwar einmal die Aschenfeder, 20 Stück, und schwelende Phönix-Asche. Die schwelende Phönix-Asche, da habe ich schon ein bisschen was im Inventar. Die kriegen wir einfach von den Phönixen hier. Werde ich euch nachher auch zeigen, wo, da, wo man die am besten farmen kann. Und die Aschenfedern, das werden wir uns jetzt auch gleich mal anschauen, wo wir die herkriegen. So, dann sind wir beim nächsten NPC wieder an der Küste und zwar jetzt hier oben an der Zitadelle auf den Koordinaten 25, 54 und dort hinter so einem Zelt steht ein NPC und zwar Gauna heißt der und der verkauft uns unter anderem ein Item, was wir brauchen, Aschenfell-Amulett und mit diesem können wir quasi dann diese, diese Phönix-Federn sehen und das kaufen wir uns jetzt hier einmal. Wenn wir das einsetzen, hält es insgesamt eine Stunde. Das machen wir jetzt mal. Oder wir machen es nicht, weil mein Addon buggt, aber ja, ich setze es gleich ein und dann werden wir uns das mal angucken, hätte ich gesagt. Sodala, nach ein paar Stunden Farmen habe ich jetzt die Items soweit fertig und zwar haben wir einmal die Aschenfedern, 20 Stück und schwelende Phönixasche habe ich jetzt auch. Die, quasi die schwelende Phönixasche, die droppt bei diesen ganzen Phönixen zu etwa 4%. Da gibt es verschiedene Spots, also hier in dem Lager sind Haufen, auch hier oben auf den Bergen tatsächlich, da habe ich am Anfang gefarmt. Dann hier in dem Bereich sind auch ein Haufen Phönixe. Und wo ich jetzt am Ende gefarmt habe, was wahrscheinlich der beste Spot ist, ist hier unten bei den Koordinaten 32, 54. Und zwar habe ich da beides gefunden, sowohl relativ viele von diesen Phönixen, ne, als auch diese Aschefedern, die auf dem Boden liegen. Und zwar, solange man den Buff drauf hat, sieht man die einfach hier am Boden liegen. Ne? Also ihr seht zum Beispiel hier hinten, da liegt eine Phönix-Asche, so eine Aschenfeder. Dann hier unter dem Phönix liegt eine gerade. Dann hier hinten ist eine, ne? Also die liegen eigentlich in dem ganzen Bereich hier rum, diese Federn. Hier hinten habe ich tatsächlich nur einen einzigen Spot gefunden. Also hier in dem Bereich sind die Federn tatsächlich öfter und hier oben, wo ich bin, an dieser Höhle, sind relativ viele Spots, ne? Also da seht ihr auch nochmal eine liegen. Hier unten waren, glaube ich, auch noch ein paar. Können wir da, seht ihr, da liegt auch noch eine am Boden. Also da liegen eigentlich genug rum, wenn man nebenbei diese Phönixe tötet und ihr müsst viele töten. Dann kriegt ihr die easy zusammen. Hier oben ist auch gerade nochmal eine. Hier liegt noch eine.
Genau, also hier in dem kleinen Bereich sind eigentlich sehr viele, davon braucht man nur 20. Was ich euch empfehlen würde, quasi hier an dem Spot, ne, vor der Höhle, die ganzen Phönixe zusammenpullen, hier auf den Gipfeln oder auf diesen Spitzen spawnen auch noch zwei, die habe ich jetzt eben gekillt, die sind noch nicht nachgespawnt, die immer zu töten, dann ins Tool zu gehen unter Quests und dann einfach Küste des Erwachens die Gruppen durchzuhoppen und dann könnt ihr wieder auf euren Server zurück, wieder die Viecher töten, das ist am schnellsten. Ich ärgere mich gerade schon ein bisschen, dass ich hinten ewig gefarmt habe, da gibt es A, keine Federn und wesentlich wenige Phönixe, ne? Wenn er da hoppt, dann kriegt er da schon einiges zusammen. Gut, jetzt würde ich sagen, mit den Materialien können wir jetzt zurück zum NPC gehen und einmal die Quest einlösen. So, wir sind jetzt bei dem Charadin-Dude wieder zurück, hier oben auf den Koordinaten 15, 63. Und jetzt müssten wir alle Items haben, um das abgeben zu können. Genau, jetzt können wir hier auf Weiter klicken. Und was gibt es da Schönes? Ein Phönix-Wunschküken oder Phönix... Ja genau, Phönix-Wunschküken heißt das, lernen wir jetzt einmal. Und damit sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Pet-Guide. Ich bin jetzt auch wieder mit den Pets soweit durch. Also habe jetzt wieder alle Haustiere. Gut, außer die Horden-Pets, die kann ich auf dem Channel nicht haben, aber sonst... sind wir wieder tutti komplett durch. Ich werde jetzt mein Pet einmal noch schnell im Haustierladen upgraden. Für den Guide sind wir aber an der Stelle durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne das Video noch bewerten, wie ihr es fandet. Und ja, wenn ihr noch offene Fragen habt, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.